Ja, wir wollen jetzt ausnahmsweise die Funktionsgleichung einer gebrochen rationalen Funktion mit schiefer Asymptote finden. Und jetzt will ich als erstes mal von Ihnen die Asymptoten und Nullstellen insgesamt wissen. Also Nullstellen haben wir keine. Sie sehen, das ist die x-Achse, die wird nicht geschnitten. Wie heißen die Asymptoten? Also eine senkrechte Asymptote ist bei x gleich 1. Sehr gut. Und mit Vorzeichenwechsel. Dann haben wir eine schiefe Asymptote, die heißt? Das sollten Sie ablesen können, die Gleichung dieser Geraden. Die geht durch 0, 0 und durch 1, 1. Ist das richtig? Sehr gut. So, und jetzt ist die Frage wirklich, wie findet man das? Und das ist, wenn Sie bei mir in der 10 waren, wissen Sie, wovon ich rede, das ist analog zu einer Polynomdivision mit Rest. Das heißt, Sie nehmen die schiefe Asymptote her, das ist das Ende der Polynomdivision, und addieren dazu eine Funktion, die senkrechte Asymptote x gleich 1 hat. Welche Funktion hat senkrechte Asymptote x gleich 1? Das ist x, irgendwas mit x minus 1 im Nenner. Und Sie wissen, dann müssen Sie hier noch ein a hinbauen, um das Ganze dann dementsprechend einzubauen. Also so sieht es aus. Mit Vorzeichenwechsel heißt, hier steht 1 hoch 1 und hier steht die schiefe Asymptote. Und Sie sollen jetzt noch das a bestimmen. Wie bestimmen wir das a? Das machen Sie jetzt wieder mit einem Punkt. Also wie gesagt, hier sind wir von der schiefen Asymptote so ausgegangen. Das machen wir mit einem Punkt. Welchen Punkt nehmen wir da? Sagen Sie ja nicht den 1, 1. Der liegt nämlich nicht auf der Kurve. Sie müssen den hier nehmen. Zum Beispiel den y-Achsenabschnitt. Das heißt, es gilt f von 0 gleich minus 1. So, wenn f von 0 gleich minus 1 ist, dann können wir das mal einsetzen. Also das f von 0 ist ja 0 plus a durch 0 minus 1 hoch 1 und das muss minus 1 sein. Und wenn Sie das, hab ich alles richtig? Ich hoffe, ich habe es richtig. Und wenn Sie das dann ausrechnen, kommen Sie auf a gleich 1. Das ist wieder a gleich 1. Sie wissen ja, im Vierstünder habe ich immer a gleich 1 gerechnet. Und damit haben Sie hier aus einem gebrochen rationalen Anteil, nämlich der senkrechten Asymptote und der schiefen Asymptote, zusammen die Funktionsgleichung ermittelt. F von x ist dann x plus 1 durch x. Also ganz klar muss sein, das geht ein bisschen über Ihren Stoff hinaus. Allerdings ist diese Technik herzugehen und zu sagen, ich habe keine Nullstelle, ich habe eine Asymptote und eine senkrechte Asymptote, eine schiefe Asymptote oder auch eine waagrechte und eine senkrechte Asymptote und das so anzusetzen, die ist durchaus gängig. Also das heißt, die funktioniert auch bei waagrechten Asymptoten. Keine Nullstelle, nur eine waagrechte Asymptote können Sie genauso ausprobieren. Gibt es noch Fragen zu der Aufgabe? Da steht dran, ich verstehe jetzt noch nicht, Sie haben völlig recht, natürlich, jetzt bin ich geistig, aber natürlich hätte ich da x minus 1 schreiben müssen, ja, Sie haben recht, Dankeschön, also das heißt nicht 1 durch x hin, sondern 1 durch x minus 1, danke, gut, noch Fragen, gut, dass Sie das gemacht haben, den Film wegschmeißen können, sonst noch eine Frage. Und wie gesagt,